Machst du dich gerade selbstständig und musst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen? Wenn ja, in diesem Video findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich selbst habe schon 6-mal gegründet. Und ich kenne das auch von vielen anderen Gründern. Am Anfang hat man viele Dinge zu erledigen. Eine der wichtigsten Dinge ist die Anmeldung beim Finanzamt. Sonst gibt es später nur Ärger und sonst bekommst du auch gar keine Steuernummer, die du auf deine Rechnung schreiben kannst. Bei diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung gibt es aber häufig viele Fragen und Unsicherheiten. Und deswegen dachte ich mir, lass uns das doch einfach mal gemeinsam durchgehen. Das heißt, ich nehme dich mit auf meinen Bildschirm und wir gehen einfach diesen ganzen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung einfach mal in Elster Online gemeinsam durch und ich erkläre dir zu jedem Feld einfach nochmal das, was du wissen solltest. Wir befinden uns jetzt hier in der Online-Oberfläche von Elster. Elster ist quasi der Online-Zugang zum Finanzamt und du solltest unbedingt einen Elster-Online-Zugang haben, wenn du dich selbstständig machst. Denn hier kannst du genau diese Finanzamtregistrierung vornehmen. Und zwar siehst du hier auf der linken Seite das Menü, und zwar unter Formulare und Leistungen siehst du quasi alle Formulare, die du hier ausfüllen kannst bei Elster Online. Und dazu gehört selbstverständlich auch die gesamte steuerliche Registrierung, also den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Den klicken wir einmal an. Und dann siehst du, dass es eine ganze Reihe an Fragebögen gibt, die du ausfüllen kannst. In diesem Video möchte ich ganz schwerpunktmäßig auf Einzelunternehmen eingehen. Das heißt, wenn du solo selbstständig bist, wenn du in der Rechtsform des Einzelunternehmens dich selbstständig machen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Wenn du beispielsweise eine GmbH gründen möchtest oder eine UG oder einen Verein, dann kannst du dieses Video trotzdem auch anschauen und viele Inhalte werden auch für dich relevant sein. Aber als Beispiel werde ich einen Freiberufler nehmen, denn das ist das Einfachste und wir machen diesen Kanal insbesondere für Freiberufler und Solo-Selbstständige und deswegen gehen wir mal so einen Fall gemeinsam durch und das ist dann auch der Grund, warum wir hier auf das Oberste klicken. Das heißt, wir wählen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen. Und dann steht im nächsten Screen auch schon, wer hier genau richtig ist. Und das sind alle gewerblichen Einzelunternehmen, das sind alle Selbstständigen bzw. freiberuflichen Selbstständige. Und diese Unterscheidung ist auch wichtig. Das solltest du dir nämlich vorher überlegen, als was du dich anmeldest. Bist du gewerblich tätig oder bist du freiberuflich tätig? Dazu habe ich auch ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Also schau dir das gerne an. Ich werde in diesem Video auch generell ein paar vertiefende Videos immer mal wieder ansprechen. Die verlinke ich dir auch alle unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn es irgendwann mal ein Thema gibt und ich sage, ah, da gibt es noch ein separates Video, schau unten in der Videobeschreibung gerne einmal nach und schau dir das an. Aber ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist, solltest du dir definitiv überlegen, bevor du diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst. Auch wenn du einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb gründen möchtest, dann bist du hier auch richtig. Ich vermute aber, du bist dann definitiv in der Minderheit der Zuschauer. Die meisten unserer Zuschauer sind freiberuflich oder gewerblich tätig. Land- und Forstwirte sind, zumindest wenn ich die Kommentare richtig deute, doch eher in der Minderheit. Aber kannst gerne weiter zuschauen. Es ist genau das Gleiche, was du ausfüllen musst. Dann klicken wir auf Weiter und sehen dann hier die Startseite des Formulars. Erstmal vielleicht zum generellen Aufbau von diesem Formular. Du siehst oben ungefähr den Ablauf. Das heißt, erstmal geben wir die Daten ein. Das heißt, erstmal geht es um die ganze Datenerhebung, die du eintragen kannst. Im nächsten Schritt kannst du deine ganzen Angaben dann auch noch einmal prüfen. Das heißt, du bekommst eine Übersicht mit allen deinen Angaben und kannst sie nochmal kontrollieren. Und Elster wird dir auch darauf hinweisen, falls da irgendwas nochmal fehlen sollte oder irgendwas im Widerspruch zueinander steht. Und erst dann kannst du es absenden. Das ist quasi oben links einmal dein Fortschrittsbericht, wo du sein kannst. Es kann ja auch natürlich sein, dass du jetzt erstmal anfängst und zwischendrin eine Pause machst, weil du noch bestimmte Sachen klären möchtest, weil du nochmal ein Konto eröffnen möchtest, weil du einen Steuerberater so finden möchtest und so weiter. Dann kannst du auch jederzeit dieses Formular speichern und verlassen und später nochmal weiter bearbeiten. Das ist überhaupt gar kein Problem und ist hier auch gut gelöst. Und dann siehst du ganz auf der linken Seite, wenn du wissen möchtest, was so auf dich wartet, das heißt, welche Fragen du eigentlich beantworten solltest, dann kannst du hier auf diesen runden Punkt klicken und siehst quasi das gesamte Formular. Früher hat man das Ganze in Papier ausgefüllt und da war quasi jeder dieser Punkt war so ein eigener Bereich und das ganze Formular bestand so aus 8 Seiten. Aber hier haben wir einmal das Online-Formular, das heißt, hier siehst du ungefähr, wie weit du bist und wie lange du denn noch ungefähr brauchen wirst, kannst es aber ausklappen und einfach immer hier die Daten eintragen. Fangen wir jetzt zusammen an, dieses Formular auszufüllen. Was hier schon mal schön ist, du kannst Daten übernehmen, die du schon mal bei Elster Online hinterlegt hast. Das heißt, bei der Registrierung bei Elster Online hast du ja vielleicht schon mal deinen Namen eingetragen, deine Steuernummer, deine Adresse oder weitere Informationen. Und diese Informationen aus dem Stammdaten von Elster Online kannst du hier einfach übernehmen.
Und dafür klickst du hier auf Aus meinem Profil übernehmen. Da seht ihr auch direkt meinen Namen und meinen Vornamen. Und hier kannst du einfach klicken auf Mein Profil verwenden. Und dann übernimmt er alle Informationen. Im nächsten Schritt solltest du deine Steuernummer eintragen oder eventuell eine neue beantragen. An dieser Stelle ist relativ wichtig, du gründest ja. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich noch keine Steuernummer für deine Selbstständigkeit. Es kann aber sein, dass du schon eine Steuernummer für deine Einkommensteuer hast. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit schon mal eine Steuererklärung erstellt hast, dann hast du auf deinem Steuerbescheid eine Steuernummer und die kannst du hier eintragen. Was du denn hier eintragen musst, ist einmal das Bundesland und deine Steuernummer und dann wird dir dein zuständiges Finanzamt automatisch angezeigt. Wenn du noch nie eine Steuererklärung abgegeben hast und auch noch keine Steuernummer hast, dann kannst du hier einfach auf neue Steuernummer beantragen. Dafür musst du hier einfach ein Bundesland auswählen und das zuständige Finanzamt auswählen. Welches genau für dich das richtige Finanzamt ist, das findest du durch Googlen relativ schnell raus. Wichtig ist hier, hier solltest du immer den Sitz des Betriebes nehmen. Wenn du nicht zu Hause arbeitest und deine Selbstständigkeit woanders anmelden möchtest, beispielsweise in einem Coworking Space oder in einem eigenen Büro und dieses Büro in einem anderen Stadtteil oder einem anderen Gemeindeteil ist als da, wo du wohnst, dann musst du hier das Betriebssitzfinanzamt angeben. Das heißt, welches Finanzamt ist quasi dafür zuständig, wo dein Unternehmen seinen Sitz hat. Bei mir ist das Charlottenburg, das heißt, ich gebe hier Berlin-Charlottenburg ein. Und dann klicke ich im nächsten Schritt auf Nächste Seite. Im nächsten bzw. ersten richtigen Schritt geht es um alle Informationen zu deiner Person. Das heißt, der Steuerpflichtige, du, der sich ja gerade selbstständig macht, solltest hier alle Informationen eintragen. Das ist auch genau das Feld, wo sich Elster Online schon alle möglichen Informationen aus den Stammdaten zieht. Das heißt, bei mir sieht man auch, Anrede ist schon ausgefüllt, Name, Vorname, alles schon ausgefüllt. Das solltest du hier einmal eintragen. Zusätzlich solltest du deinen Beruf eintragen. Ich habe jetzt mal reingeschrieben, ich bin professioneller Videomann. Du solltest hier natürlich deinen echten Beruf eintragen, je nachdem, was du machst und was du gelernt hast. Außerdem ist noch wichtig dein Geburtsdatum plus deine Religion. Warum ist die Religion eigentlich wichtig? Du zahlst in Deutschland, ja, wenn du in der Kirche bist, Kirchensteuer. Das heißt, du bist kirchensteuerpflichtig und das ist natürlich relevant fürs Finanzamt, ob auch Kirchensteuer erhoben werden soll. Wenn du nicht Mitglied in einer Kirche bist, dann klickst du einfach nicht kirchensteuerpflichtig an. Im nächsten Schritt geht es um deine Steuernummer. Ich lache so ein bisschen, weil hier geht es um deine persönliche Steueridentifikationsnummer und eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die solltest du angeben, um deine Steuernummer zu beantragen. Das heißt, wir haben in Deutschland als Selbstständige drei Steuernummern. Und zwar eine Steuernummer, eine persönliche Steueridentifikationsnummer und eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Was genau die Unterschiede sind und wofür du welche Nummer genau verwenden solltest. Dazu habe ich auch mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn du da nicht hundertprozentig sicher bist, schau da gerne nochmal vorbei. Aber alles, was du hier eintragen solltest, ist deine Identifikationsnummer und Umsatzsteueridentifikationsnummer. Außerdem, im nächsten Schritt ist dein Familienstand natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn du verheiratet bist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebst, dann könnt ihr ja eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Das heißt, eure gemeinsame Steuererklärung verändert sich jetzt dadurch, dass du selbstständig bist, weil du plötzlich auch Einkünfte aus selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit hast. Das heißt, hier solltest du eintragen, wie denn dein Familienstand ist und seit wann dieser Status besteht. Das heißt, wann habt ihr geheiratet oder seit wann bist du zum Beispiel geschieden oder verwitwet. Im nächsten Bereich geht es um die Adresse. Und auch hier ist es wichtig, es geht um die Firmenadresse. Das heißt, wenn die Firmenadresse nicht zu Hause ist, dann trag hier deine Firmenadresse ein. Das gilt sowohl für die Inlandsadresse als auch eventuell um die Auslandsadresse, wenn du auch im Ausland einen Sitz hast. Du hast auch die Möglichkeit, ein Postfach anzugeben. Das heißt, wenn du die Post nicht direkt bekommen möchtest, sondern soll in ein Postfach gehen, dann kannst du das hier angeben. Im nächsten Schritt geht es um Telefon, E-Mail und Internet. Diese drei Angaben sind freiwillig. Das heißt, du musst dem Finanzamt jetzt nicht diese Informationen geben. Manchmal hilft es jedoch, wenn das Finanzamt deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hat, weil manchmal gibt es so Fälle, die lassen sich am Telefon oder per E-Mail einfacher klären als per Schreiben. Und dann kannst du hier die Informationen angeben, um eventuell in einigen Fällen die Kommunikation ein bisschen zu vereinfachen. Wir kommen zum nächsten Schritt, wenn wir auf Nächste Seite klicken. Im nächsten Schritt musst du noch einmal Angaben zu deinem Ehepartner machen. Das heißt, zu deinem Ehegatte, Ehegattin oder eingetragenen Lebenspartner. Das heißt, auch hier geht es um die Anrede, Name, Vorname, Nachname, Beruf, Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit und so weiter. Eigentlich analog zu deinen Angaben von dir. Das ist relativ wichtig, weil das Finanzamt sonst Schwierigkeiten haben wird, euch gemeinsam einen Steuerbescheid auszustellen. Und für die genaue Identifikation ist, wie überall, die persönliche Steueridentifikationsnummer deines Ehepartners ebenfalls wichtig, die du hier eintragen kannst. Ansonsten solltest du noch eine Adresse eintragen, wenn ihr nicht zusammenleben solltet. Wenn ihr getrennt leben solltet, kannst du hier nochmal die Adresse eintragen. Wenn ihr zusammenleben solltet, dann gehst du einfach auf die nächste Seite.
Im nächsten Schritt geht es um deine Bankverbindung und wichtig an dieser Stelle um deine geschäftliche Bankverbindung. Es gibt keine gesetzliche Pflicht, ein separates Geschäftskonto zu haben. Aber ich kann dir aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung und aus den Erfahrungen von unseren Mandanten sagen, es ist dringend empfehlenswert, ein separates Geschäftskonto zu haben. Denn wenn du ein separates Geschäftskonto hast und darüber alle betrieblichen Finanzen laufen lässt, also alle betrieblichen Einnahmen und Ausgaben, dann sorgt das für unglaublich viel Ordnung und ist unterm Strich schon 50-60% deiner Buchhaltung, die du allein durch die richtige Kontoführung erledigt haben kannst. Und es spart dir wertvolle Zeit, wenn es darum geht, die Steuererklärung zu erstellen und alle Unterlagen zusammenzusammeln, weil du am Ende eigentlich nur noch den Kontoauszug deines Geschäftskontos anschauen musst und gucken musst, dass du diese Belege sammelst, die zu diesen Transaktionen gehören. Es gibt auch einige Geschäftskonten, die können ein bisschen mehr und helfen dir auch im Alltag als Selbstständiger weiter. Zum Beispiel das Kontist Geschäftskonto. Als Selbstständiger hat man dann immer das Problem, dass man nicht hundertprozentig weiß, wie viel Geld auf dem Konto eigentlich einem selbst gehört und wie viel man für die Steuer zurücklegen sollte. Das Problem hat man als Angestellter gar nicht, aber als Selbstständiger lebt man dauerhaft irgendwie in der Angst, zu viel Geld auszugeben und dann zu wenig Geld für die Steuer zu haben. Und genau dieses Problem löst das Kontist Geschäftskonto, weil dieses Konto die Steuer zur Seite legt und sich mit jeder Transaktion, also jeder eingehenden und ausgehenden Transaktion aktualisiert. Wie das genau funktioniert, dazu habe ich einige Videos aufgenommen, die verlinke ich dir hier oben rechts einmal als Playlist. Schau dir das gerne einmal an. Persönlich ist das meine Empfehlung, dass du das als Geschäftskonto nutzt. Du kannst natürlich aber auch jedes andere Geschäftskonto nutzen und hier deine geschäftliche Bankverbindung angeben. Im nächsten Schritt geht es um die steuerliche Beratung. Du musst als Selbstständiger keinen Steuerberater haben. Auch dafür gibt es keine gesetzliche Pflicht. Aber natürlich kann das Ganze Sinn ergeben. Das heißt, wenn du dich nicht weiter mit dem Thema Buchhaltung und Steuererklärung und so weiter auseinandersetzen möchtest, dann such dir einfach einen Steuerberater, der das für dich übernimmt. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass wir die Kontist Steuerberatung, spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige sind. Das heißt, wenn du gerne einen Sparringspartner, wenn du gerne einen kompetenten Berater für deine Selbstständigkeit haben möchtest, dem du all diese ganzen Buchhaltungs- und Steuerthemen abgeben kannst, dann schau dir unser Angebot doch einmal an. Ich verlinke dir das hier oben rechts einmal im Video. Du findest aber auch alle Informationen unten in der Videobeschreibung hinter dem ersten Link verlinkt. Schau dir das gerne einmal an und wenn das für dich passt, lass uns telefonieren, vielleicht können wir dir ja weiterhelfen. Ich persönlich würde mich zumindest sehr freuen, wenn du hier unseren Namen und unsere Adresse angeben würdest. Du kannst natürlich auch jeden anderen Steuerberater hier eintragen. Oder wenn du dich dazu entscheidest, das alles selbst zu machen, dann kannst du diese Felder tatsächlich einfach alle leer lassen. Auch den nächsten Schritt brauchst du nur ausfüllen, wenn du einen Steuerberater hast. Hier geht es um die Empfangsbevollmächtigung. Dein Steuerberater kann für dich nur tätig werden, wenn er auch die Briefe vom Finanzamt bekommt. Sonst bekommst du sie nämlich und du musst sie immer erstmal an deinen Steuerberater weiterleiten, bevor er tätig werden kann. Deswegen solltest du deinem Steuerberater eine Empfangsbevollmächtigung ausstellen. Das führt dann dazu, dass die Finanzamtbriefe direkt zum Steuerberater gehen und nicht erst bei dir landen. Wenn du zum Beispiel uns beauftragen möchtest, kannst du hier unsere Informationen eintragen oder halt die Informationen von dem anderen Steuerberater. Wenn du sagst, nee, ich mache lieber alles selbst, kannst du hier auch alles leer lassen. Im nächsten Schritt geht es um deine bisherigen persönlichen Verhältnisse. Das musst du nur ausfüllen, wenn du innerhalb der letzten 12 Monate umgezogen bist. Und dann musst du einmal deine frühere Adresse eintragen. Oder wenn du innerhalb der letzten 3 Jahre irgendwo anders bei einem anderen Finanzamt steuerlich geführt wurdest. Das heißt, wenn irgendein anderes Finanzamt quasi für deine Einkommensteuererklärung zuständig war, damit es da keine Überschneidung und Verwirrung intern bei den Finanzämtern gibt, solltest du hier nochmal eintragen, wo du bisher geführt wurdest. Und unter Umständen auch dein Ehepartner. Im nächsten Schritt wird es dann richtig interessant, denn da solltest du die Art der Tätigkeit eintragen. Das heißt, da steht dann genaue Bezeichnung des Gewerbezweigs. Ehrlicherweise, hier drunter steht auch, dass du 200 Zeichen Platz hast. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, hier solltest du in wenigen Worten kurz beschreiben, was du denn tust beruflich. Viel mehr Platz als eine erweiterte Jobbeschreibung ist hier gar nicht möglich. Und dann im nächsten Schritt solltest du die Bezeichnung deines Unternehmens auffüllen. Hier ist ganz, ganz wichtig, weil da kommt es häufig zu Verwirrung, dass du als Einzelunternehmen, der nicht im Handelsregister eingetragen wird, immer deinen persönlichen Namen als Firmennamen trägt. Das heißt, hier kannst du dir keinen Fantasienamen ausdenken. Einen Fantasienamen kannst du dir erst auswählen, wenn du dich auch im Handelsregister einträgst, was in der Regel aber mit deutlich weiteren Auflagen und Bürokratie verbunden ist. Wenn du einfach einen einfachen Weg suchst, wie du dich selbstständig machst, dann ist die Bezeichnung deines Unternehmens, also der Name deines Unternehmens, immer dein persönlicher Name. Außerdem ist ja wichtig, dass du den Beginn der Tätigkeit einmal aufführst. Das heißt, an welchem Tag hast du denn angefangen, deine Selbstständigkeit auszuüben? Und wenn du nicht zu Hause arbeitest, das heißt, wenn dein Unternehmenssitz nicht auch zu Hause ist,
solltest du hier an dieser Stelle nochmal die Adresse des Unternehmens auffüllen. Es kann ja sein, dass du ein separates Büro hast oder in einem Coworking Space dich eingemietet hast und dein Unternehmenssitz nicht bei dir zu Hause ist. Dann solltest du hier noch einmal die Adresse auffüllen, weil dann unter Umständen das Betriebssitzfinanzamt was anderes ist als dein Privatsitzfinanzamt. Das heißt, in diesem Fall trägst du ja die Adresse deines Unternehmens ein. In allen anderen Fällen, das heißt, wenn du zu Hause arbeitest, dann lässt du diese Felder auch leer. Den nächsten Schritt, den können wahrscheinlich die allermeisten von euch überspringen. Und zwar geht es hier um den abweichenden Ort der Geschäftsleitung. Das heißt, wenn dein Unternehmen einen Sitz hat und die Geschäftsleitung noch einen anderen Sitz hat, du vielleicht also mehrere Betriebsstätten hast. Das haben in der Regel Freiberufler oder Gewerbetreibende, Einzelgewerbetreibende, die jetzt gerade starten, erstmal nicht. Das heißt, dafür müsstest du ein größeres Unternehmen haben. Und die allermeisten von euch, die haben keinen abweichenden Ort der Geschäftsleitung. Ihr könnt das hier einfach ohne Probleme einfach überspringen und braucht auch nichts weiter eintragen. Das Gleiche gilt im Schritt 9, wenn es um Betriebsstätten geht. Wenn du nicht mehrere Betriebsstätten hast, dann kannst du das auch einfach ignorieren und zum nächsten Schritt springen. Genau das Gleiche gilt für Schritt 10 und dem Handelsregistereintrag. Als Freiberufler musst du dich nicht im Handelsregister eintragen, das heißt, das Ganze spielt sowieso gar keine Rolle. Und wenn du Gewerbetreibender bist und jetzt erstmal als One-Man-Show oder One-Woman-Show startest und relativ klein erstmal alles ist, dann brauchst du dich auch nicht im Handelsregister einzutragen und kannst auch diesen Schritt einfach überspringen. Im nächsten Schritt geht es um die Gründungsform. Diese Frage wird vielleicht erstmal ein bisschen überraschen, weil die meisten von euch werden ja neu gründen. Aber es gibt ja mehrere Formen, ein Unternehmen zu gründen. Einmal ist die Gründungsform, dann kann es auch sein, dass du einfach den Sitz verlegst und dich nochmal neu anmelden musst steuerlich. Es kann ja aber auch sein, dass du ein Unternehmen gekauft hast und du übernimmst das Unternehmen einfach von einem Vorbesitzer oder einer Vorbesitzerin. Oder du verschmilzt zwei Unternehmen miteinander. Das heißt, du kaufst vielleicht ein Unternehmen und du verschmilzt das mit deinem bestehenden Unternehmen. Auch dann müsstest du nochmal neu den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Ich gehe stark davon aus, dass die meisten von euch hier eine Neugründung haben. Das heißt, du wählst Neugründung aus. Dann musst du hier nochmal eintragen das Gründungsdatum und kannst den Rest leer lassen. Wenn du dein Unternehmen kaufst und quasi einfach nur übernimmst, dann musst du hier nochmal die ganzen steuerlichen Angaben und die Adresse und so weiter von dem Vorbesitzer eintragen. Denn das Finanzamt möchte natürlich wissen, ob das neuer Betrieb ist oder welcher Betrieb jetzt von wem auf wen übergeht und wie da die steuerliche Situation eventuell ist. Hier müsstest du eventuell Angaben dazu machen, wem dein Unternehmen vorher gehört hat. Und im nächsten Schritt geht es nicht um die Verhältnisse deines Unternehmens in der Vergangenheit, sondern um die Verhältnisse von dir. Wenn du in den letzten 5 Jahren irgendwann mal selbstständig warst, selbstständig heißt, du hattest ein Einzelunternehmen, du warst an einer Personengesellschaft beteiligt oder aber auch an einer Kapitalgesellschaft mit mehr als 1% beteiligt, dann musst du hier nochmal deine bisherigen betrieblichen Verhältnisse angeben. Es kann ja natürlich sein, dass du vielleicht eine Selbstständigkeit hattest und jetzt machst du das Ganze weiter nach 2 Jahren Pause oder 3 Jahren Pause oder machst was Ähnliches weiter. Das möchte das Finanzamt natürlich wissen, weil da gibt es vielleicht sogar noch eine Steuernummer und kann dir dann die gleiche Steuernummer wiedergeben. Wenn du irgendwann in den letzten 5 Jahren schon mal selbstständig tätig warst, dann solltest du diese Angaben hier dazu eintragen. Wenn du in den letzten 5 Jahren nicht selbstständig warst, dann kannst du auch diesen Schritt überspringen und auf nächste Seite klicken. Der Bereich 13, das heißt die Angaben zur Feststellung der Vorauszahlung für die Einkommensteuer und Gewerbesteuer, ist meistens der Punkt, an dem alle Selbstständigen und alle Neugründer aussteigen und überhaupt nicht mehr verstehen, was sie eigentlich machen sollen. Hier geht es darum, dass du grob angibst, wie viel Einkommen du hast im Gründungsjahr und im darauffolgenden Jahr, weil du als Selbstständiger oder als Selbstständige quartalsweise Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer und Gewerbesteuer leisten musst. Natürlich nur, wenn du das entsprechende Einkommen hast. Und da wir nach deutschem Einkommensteuergesetz 7 Einkunftsarten haben, werden hier auch 7 Einkunftsarten abgefragt. Und zwar musst du hier einmal angeben, welche Einkommen hast du aus Land- und Forstwirtschaft, welche aus Gewerbebetrieb, welche aus selbstständiger Tätigkeit. Wichtig an dieser Stelle fürs Einkommensteuergesetz, selbstständige Tätigkeit ist entsprechend mit freiberuflicher Tätigkeit. Das heißt, hier geht es um die freiberufliche Tätigkeit. Dann geht es um die nicht selbstständige Arbeit. Nicht selbstständige Arbeit ist Angestellten-Tätigkeit. Das heißt, welchen Job hast du als Angestellter? Dann geht es um Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte wie zum Beispiel Rente. Das heißt, wir haben 7 Einkunftsarten und in der Einkommensteuererklärung zahlst du deine Einkommensteuer ja auf alle deine Einkünfte, das heißt auf alle 7 Einkunftsarten. Deswegen werden hier auch alle 7 Einkunftsarten abgefragt und zwar für dein Gründungsjahr
und für das Jahr darauf, das heißt für 2 Jahre. Und wenn du verheiratet bist, werdet ihr zusammen veranlagt in den meisten Fällen. Das heißt, auch für deinen Ehepartner musst du das fürs Gründungsjahr und das darauffolgende Jahr eintragen. Und das führt ganz schnell dazu, dass du nicht 1, 2 Zahlen mal einträgst, was du denn so an Gewinn erwartest, sondern 7, 14, 21, 28 Felder hast. Und meiner Erfahrung nach ist, die meisten lässt man leer, weil man hat keine 7 Einkunftsarten in der Regel, sondern vielleicht 1, 2 oder maximal mal 3. Das heißt, wenn du dich jetzt gerade selbstständig machst, dann trägst du halt was ein bei Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit, je nachdem, ob du gewerbetreibend oder freiberuflich bist. Das heißt, du trägst das für dieses Jahr ein und für nächstes Jahr, was, ganz wichtig, du als Gewinn erwartest. Hier geht es nicht um den Umsatz, hier geht es um den Gewinn. Wenn du nebenberuflich gründest oder vielleicht hauptberuflich gründest, aber noch nebenberuflich angestellt bist, dann trägst du hier beispielsweise noch deine nicht selbstständige Arbeit ein. Und hier brauchst du bloß nicht zu zaghaft sein, hier kannst du wirklich Felder leer lassen, wenn du da nichts hast. Wichtig an dieser Stelle ist auch, viele Gründer übernehmen sich so ein bisschen, was den Businessplan betrifft. Das heißt, da werden großartige Vorkalkulationen gemacht und große Gewinne geplant. Meine persönliche Erfahrung aus 6 Gründungen ist, es dauert meistens sehr viel länger, als man denkt am Anfang. Das heißt, die Gewinne kommen nicht ganz so schnell, wie man eigentlich damit rechnet. Wichtig auch, runde die Zahlen ruhig, auch ruhig auf Tausender. Hier geht es nicht um den letzten Euro und den letzten Centbetrag, den du irgendwie einträgst, sondern runde das grob ruhig auf Tausender. Hier geht es wirklich nur um die quartalsweisen Vorauszahlungen, die du übrigens auch jederzeit anpassen kannst. Wenn du jetzt weniger einträgst, weil du denkst, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger und dann merkst du, die Gewinne sprudeln doch schon im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, dann kannst du jederzeit dich auch an das Finanzamt wenden und diese Vorauszahlungen nach oben anpassen lassen. Also hier ist überhaupt nichts in Stein gemeißelt, was du hier einträgst. Du kannst unten übrigens auch noch sonstige Steuerabzugsbeträge eintragen. Also insbesondere Sonderausgaben und andere Steuerabzugsbeträge. Zu Sonderausgaben und den sonstigen Abzugsbeträgen findest du auch unten in der Videobeschreibung nochmal vertiefende Videos. Sonderausgaben sind zum Beispiel deine Altersvorsorge oder deine Krankenversicherungsbeiträge oder private Haftpflichtversicherung und so weiter. Das heißt, die kannst du ja steuerlich geltend machen und die kannst du auch für dich und für deinen Ehepartner im Gründungsjahr und im Jahr danach eintragen und die reduzieren eventuell deine Einkommensteuervorauszahlung. Das gleiche gilt für Steuerabzugsbeträge, das sind vor allem außergewöhnliche Belastungen und außergewöhnliche Belastungen sind in der Regel Gesundheitskosten, das heißt Arztkosten, Krankenhauskosten und so weiter, die du steuerlich ansetzen kannst. Wie gesagt, dazu gibt es auch ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Im nächsten Schritt geht es um deine Gewinnermittlungsart. Auch dazu gibt es übrigens ein vertiefendes Video, das findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du hast als Selbstständiger 2 Möglichkeiten, deinen Gewinn zu ermitteln. Das eine ist die Einnahmenüberschussrechnung und das andere ist die Bilanzierung. Diese Bilanzierung heißt übrigens im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung Betriebsvermögensvergleich. Das sprengt ein bisschen den Rahmen, warum das so heißt, ist aber grundsätzlich genau das Gleiche. Ich würde dir dringend empfehlen, dass du die Einnahmenüberschussrechnung wählst, solange du das kannst. Zu dem Thema gibt es auch ein vertiefendes Video, das verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung einmal. An dieser Stelle ist es nur wichtig, du kannst die Einnahmenüberschussrechnung wählen, wenn du Freiberufler bist. Oder wenn du Gewerbetreibender bist, der unter 60.000 Euro Jahresgewinn oder 600.000 Euro Jahresumsatz machst. Das heißt, wenn du als Gewerbetreibender über diesen Grenzen bist, dann kannst du die Einnahmenüberschussrechnung leider nicht wählen und musst einen Betriebsvermögensvergleich aufstellen oder halt nach Bilanzierung deine Buchhaltung machen. Alles weitere dazu findest du im Video unten in der Videobeschreibung. Und dann hast du die Möglichkeit, ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr zu wählen. Kann ich dir persönlich nicht empfehlen, zumindest nicht, wenn du ein kleines Unternehmen bist. Für einige Unternehmen macht das Sinn, dass das Wirtschaftsjahr nicht vom 01.01. bis zum 31.12. geht. Ich nehme als Beispiel einen Fußballverein. Die Fußballsaison geht meistens vom 01.07. eines Jahres bis zum 30.06. Und deswegen haben die meisten Fußballvereine ein Wirtschaftsjahr, das quasi sich deckt mit der Saison, in der sie Fußball spielen. Und deswegen ermitteln die meisten Fußballvereine beispielsweise vom 01.07. bis zum 30.06. ihren Gewinn und erstellen dann ihre Bilanz, ihren Jahresabschluss zum 30.06. Wenn du jetzt kein Fußballverein bist oder sonstige andere Gründe hast, warum du das abweichend machen solltest, dann würde ich dir empfehlen, dass dein Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entsprechen sollte, weil sonst produziert es nur Arbeit und hat keinerlei steuerlichen Vorteil. Den nächsten Schritt, also Schritt 15, würde ich an dieser Stelle gerne auch einmal überspringen. Der sollte für die allermeisten von euch nicht relevant sein. Hier geht es speziell um Bauleistungen und die meisten von euch sind kein Bauunternehmen. Falls du irgendwas mit Bau zu tun hast und da Informationen brauchst, dann findest du hier auch einmal einen Link, unter dem du weitere Informationen findest, um zu erfahren, welche Optionen du hier hast.
Ich möchte es in diesem Video aber einmal überspringen, weil das sonst komplett den Rahmen sprengen würde. Der nächste Schritt sollte für die meisten von euch auch keine Rolle spielen. Hier geht es nämlich um die Abführung von Lohnsteuer. Das heißt, da geht es darum, wie viele Angestellte du hast, wie viel Lohnsteuer du zahlst, wo sie arbeiten, deine Angestellten und so weiter. Wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit noch nicht mit sozialversicherungspflichtigen Angestellten planst, lass das Ganze ruhig leer. Auch wenn du dich jetzt gründest und nach einem halben Jahr oder einem Jahr feststellst, dass du Mitarbeiter brauchst und sie anstellen möchtest, kannst du all diese Informationen später auch noch nachmelden. Deswegen, wenn du es noch nicht bei der Gründung sofort planst, lass es hier ruhig erstmal leer. Der nächste Bereich, also Bereich 17, Angaben zur Anmeldung und Abführung der Umsatzsteuer, ist denn der Bereich, an dem spätestens alle Gründer irgendwie mit einem Fragezeichen im Gesicht dasitzen. Und deswegen gehen wir diese ganzen Punkte einmal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Bei der ersten Frage geht es um die Geschäftsveräußerung im Ganzen. Diesen Punkt werde ich überspringen, weil das auf die allermeisten von euch nicht zutreffen wird. Der nächste Punkt ist dafür umso wichtiger. Da geht es um die Schätzung deiner Umsätze, deiner geplanten Umsätze. Wichtig an dieser Stelle, hier geht es um die Umsätze und nicht um den Gewinn oder die Einkünfte, wie noch vor ein paar Fragen. Das heißt, hier solltest du einmal deinen geplanten Umsatz im Gründungsjahr und im darauffolgenden Jahr angeben. Warum ist das Ganze wichtig? Es gibt bestimmte Wahlrechte und Optionen, die du hast, die abhängig sind von deinem Umsatz. Was wir schon angesprochen hatten, ist das Wahlrecht für Gewerbetreibende, ob sie bilanzieren oder eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Das geht nämlich nur bis zu bestimmten Gewinn- und Umsatzgrenzen. Und wenn du über 600.000 Euro Jahresgewinn hast, dann musst du bilanzieren. Dafür sind zum Beispiel diese Angaben zu den Umsätzen wichtig. Und beispielsweise auch das Wahlrecht, ob du Kleinunternehmer bist oder nicht. Auch da ist der Umsatz entscheidend. Da ist nämlich entscheidend, ob du unter 22.000 bzw. 50.000 Euro Umsatz bist. Deswegen trage hier einfach deine geplanten Umsätze ein und auch hier wichtig, runde das ruhig grob auf Tausender und setz lieber ein bisschen konservativer den Wert an. Das heißt, sei hier nicht zu optimistisch. Das führt nur dazu, dass du weniger Möglichkeiten hast als Gründer. Die nächste Frage ist die Frage nach der Kleinunternehmerregelung. Das ist ein Thema, mit dem solltest du dich sowieso beschäftigen, wenn du unter 22.000 bzw. unter 50.000 Euro Jahresumsatz bist oder geplanten Umsatz bist. Du findest dazu ein sehr, sehr ausführliches Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du gerade gründest, beispielsweise auch nebenberuflich gründest, dann könnte das durchaus interessant für dich sein. Dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen und dich dann entscheiden, ob du hier die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Die nächste Frage ist tatsächlich ziemlich fies und ist auch noch gar nicht so lange im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und zwar ist das die Frage nach der Zahllast oder dem Überschuss. Das ist ziemlich schwierig zu schätzen. Generell sind die Umsätze und die Gewinne ziemlich schwierig zu schätzen, wenn man gründet, weil man ja noch gar keine Erfahrungswerte hat und noch gar nicht weiß, wie vielleicht die eigenen Leistungen oder Produkte im Markt angenommen werden. Hier sollst du aber eine Angabe darüber geben, wie viel Umsatzsteuer du voraussichtlich ans Finanzamt abführen sollst oder eventuell du erstattet bekommst aufgrund der Umsatzsteuervoranmeldung und des Vorsteuerüberhangs. Ich würde dir hier empfehlen, dass du folgendermaßen vorgehst. Du nimmst grob deinen geplanten Gewinn, beispielsweise 50.000 Euro Jahresgewinn, und dann nimmst du deinen Steuersatz, den du planst, durchschnittlich zu haben. Also wenn du keine Befreiung oder Ermäßigungsvorschriften hast für deine Leistung, dann ist ja 19% der klassische Umsatzsteuersatz. Und wenn du pro Jahr 50.000 Euro Jahresgewinn planst, rechnest du einfach 50.000 Euro mal 19% sind 9.500 Euro und dann trägst du hier ein Zahllast geschätzt 9.500 Euro. Hier geht es vor allen Dingen darum, damit das Finanzamt dir mitteilen kann, in welcher Frequenz du deine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben solltest. Es kann natürlich auch sein, dass du am Anfang erstmal investierst und im ersten Jahr gar keinen Gewinnplan, sondern Verlust. Dann hast du ja auch Ausgaben und dann Umsatzsteuer auf diesen Investitionen und dann kannst du die auch geltend machen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung und dann kann das durchaus sein, dass du vom Finanzamt Umsatzsteuer erstattet bekommst. Wenn du zum Beispiel planst, 10.000 Euro Verlust zu machen im ersten Jahr, dann klickst du auf Überschuss geschätzt und nimmst 10.000 Euro mal 19% und trägst hier einfach Überschuss geschätzt 1.900 Euro ein und dann hast du dem Finanzamt mitgeteilt, dass du davon ausgehst, im ersten Jahr gar keine Umsatzsteuer zu zahlen, sondern damit rechnest, dass du sogar Umsatzsteuer wiederbekommst. Die nächste Frage ist die Frage nach Umsatzsteuerbefreiungen. Nicht alle Umsätze sind mit Umsatzsteuer belastet. Es gibt bestimmte Umsätze, die stehen alle im § 4 Umsatzsteuergesetz
und die sind von der Umsatzsteuer ausgenommen. Das heißt, es gibt bestimmte Leistungen, auf die zahlst du einfach keine Umsatzsteuer. Das sind beispielsweise Leistungen von Ärzten, aber auch Leistungen im Zusammenhang mit Versicherungen. Das heißt, wenn du Versicherungsberater, Versicherungsvermittler bist, dann sind diese Umsätze in der Regel auch umsatzsteuerfrei. Oder es sind bestimmte Dozententätigkeiten für Universitäten und Hochschulen, die sind auch umsatzsteuerfrei. Wenn du solche Umsätze hast, dann solltest du das in der Regel wissen und dann kannst du das hier eintragen. Wenn du dir dann nicht hundertprozentig sicher bist, ob du das hast, lass es gerne leer. Genau das Gleiche gilt übrigens für den ermäßigten Umsatzsteuersatz. Der Standardumsatzsteuersatz ist in Deutschland ja 19%. Es gibt aber bestimmte Leistungen, die unterliegen nur 7% Umsatzsteuer. Und auch die solltest du hier einmal eintragen. Häufige Beispiele sind hier beispielsweise Lebensmittel oder aber auch Bücher. Das heißt, wenn du Bücher verkaufen möchtest, dann musst du auf diese Bücher nur 7% Umsatzsteuer abführen. Und dann solltest du das auch hier einmal eintragen. Wenn du dir da nicht hundertprozentig sicher bist, wie immer, einfach leer lassen. Die nächste Frage ist die Frage nach der Durchschnittssatzbesteuerung. Das ist zugegebenermaßen ziemlich selten der Fall und deswegen überspringe ich das hier einfach einmal, weil sonst das Video noch viel länger wird. Die nächste Frage ist aber interessant. Und zwar geht es da um die Soll- oder Ist-Versteuerung. Auch dazu habe ich ein vertiefendes Video aufgenommen. Das findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich kann dir an dieser Stelle eigentlich nur sagen, dass du so lange wie nur irgendwie möglich die Ist-Versteuerung wählen solltest. Das geht nicht immer, weil auch das abhängig ist von deinen Umsatzgrenzen. Wichtig an dieser Stelle ist, im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung heißt die Ist-Versteuerung nicht Ist-Versteuerung, sondern die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten. Wenn du alle Voraussetzungen erfüllst, wähle hier die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten. Nächste Frage ist die Frage nach der Umsatzsteueridentifikationsnummer. Du brauchst für Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus dem Ausland, insbesondere aus dem EU-Ausland, eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, um nachzuweisen, dass du quasi Unternehmer bist. Und das Ganze gilt für beide Richtungen. Das heißt, wenn du Geschäftsbeziehungen hast mit Unternehmen aus dem EU-Ausland, dann brauchst du diese Nummer. Das gilt auch, wenn du Kunde bist, beispielsweise bei Software-Tools. Google, Apple oder Facebook sitzen zum Beispiel in Irland und damit im EU-Ausland. Und wenn du diese Softwareanbieter oder diese Plattformen nutzen möchtest für deine Selbstständigkeit, dann bräuchtest du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das Gleiche brauchst du allerdings auch, wenn du Kunden aus dem EU-Ausland hast. Das heißt, wenn du Kunden in Österreich hast, in Frankreich hast, in Dänemark hast, dann solltest du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben. Und die kannst du hier einfach im Rahmen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung beantragen, indem du hier einfach den Haken setzt. Kostet nichts. Würde ich an deiner Stelle immer empfehlen, das auszuwählen, weil es schadet nicht und selbst wenn du sie jetzt noch nicht brauchst, irgendwann wirst du sie brauchen. Bei der letzten Frage zur Umsatzsteuer geht es um die Steuerschuldnerschaft von Bau- und Reinigungsunternehmen. Da ich davon ausgehe, dass die meisten von euch kein Bauunternehmen oder Reinigungsunternehmen haben, lasse ich das hier auch an dieser Stelle einmal aus. Wenn du dazu speziell nochmal Fragen hast, kannst du auch gerne einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Im nächsten Schritt, das heißt im Punkt Nummer 18, geht es um eine umsatzsteuerliche Organschaft. Diesen ganzen Bereich möchte ich hier überspringen, weil die umsatzsteuerliche Organschaft ist für dich dann wichtig, wenn du mehrere Unternehmen hast und diese Unternehmen untereinander auch irgendwie Geschäfte miteinander machen. Da ich davon ausgehe, dass die meisten von euch nicht mehrere Unternehmen haben, denke ich mir, lassen wir diesen Schritt aus und du kannst sie nämlich auch in diesem Fall auslassen, wenn du einfach nur eine Selbstständigkeit hast. Der nächste Bereich, das heißt Bereich 19, da geht es um ein besonderes Besteuerungsverfahren für Unternehmen, die im Bereich E-Commerce tätig sind. Das heißt, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, die mit dem Versandhandel von physischen Gütern zu tun hat, dann gilt für dich das sogenannte One-Stop-Shop-Verfahren. Dieses ganze Thema Versteuerung von Versandhandel ist relativ komplex und da hat sich auch in den letzten Jahren einiges verändert und verändert sich natürlich auch noch nach wie vor einiges, weil das ein riesiger boomender Markt ist. Da gibt es spezialisierte Steuerberater und Dienstleister, die nichts anderes machen, als sich um die Besteuerung von Versandhandel zu kümmern. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch an Textdo verweisen und das nicht selber erklären und weit ausholen. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung einmal den YouTube-Kanal von Textdo. Da gibt es viele spannende Erklärvideos, die genau diese ganzen Mechanismen und die ganzen steuerlichen Herausforderungen erklären. Deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nur darauf verweisen, weil du solltest dich unbedingt mit den steuerlichen Herausforderungen damit beschäftigen, bevor du hier den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst. Und deswegen springe ich hier einfach mal an die nächste Stelle und auch der Bereich Nummer 20.
Da geht es um die Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet. Das heißt, es ist genau das gleiche Thema. Auch da solltest du bitte erstmal bei Textu vorbeischauen und dir die Videos anschauen. Wenn du dann weißt, worauf du dich hier einlässt, dann weißt du auch, was du hier einzutragen hast. Im nächsten Schritt, das heißt im Schritt Nummer 21, geht es um die Unterlagen, die du neben diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung noch an das Finanzamt einreichen könntest. Das ist beispielsweise die Vertretungsvollmacht von deinem Steuerberater oder die Empfangsvollmacht von deinem Steuerberater oder aber auch das Lastschriftmandat, was du beim Finanzamt hinterlegen kannst. Das ergibt häufig Sinn, dass du quasi dem Finanzamt ein Lastschriftmandat gibst und ihnen so erlaubst, quasi alle Steuerzahlungen von deinem Konto abzubuchen. Dazu gibt es auch ein vertiefendes Video, was die Vorteile sind, wie du das genau machst. Das verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn du hier das ausgefüllt hast, dann bist du durch. Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt alles ausgefüllt, was du brauchst, um dich steuerlich in Deutschland zu registrieren als Selbstständiger oder als Selbstständige. Das heißt, du kannst im nächsten Schritt noch einmal auf alles prüfen gehen, kannst dir alle Punkte noch mal anschauen und gucken, ob alles richtig ist und im nächsten Schritt diesen Fragebogen ans Finanzamt absenden. Was passiert eigentlich, wenn du auf Versenden geklickt hast? Dann sind ja alle Informationen beim Finanzamt und das Finanzamt kann quasi anfangen damit, dich steuerlich zu registrieren und als Selbstständiger oder als Selbstständige zu führen. Dieser ganze Prozess dauert 2 bis 6 Wochen. Das ist sehr unterschiedlich von Finanzamt zu Finanzamt und auch generell, wie viel Arbeit gerade in den Finanzämtern da ist. Wichtig an dieser Stelle ist, als Antwort auf diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bekommst du einen Brief vom Finanzamt und in diesem Brief ist deine Steuernummer. Und diese Steuernummer ist auch die Nummer, die du in den Rechnungen verwenden solltest, die du stellst. Und da kann es ja durchaus mal sein, dass du es auch eilig hast. Vielleicht hast du ja schon angefangen zu arbeiten, die Kunden drängeln schon und wollen die Rechnung haben, du kannst aber noch keine Rechnung stellen, weil du noch keine Steuernummer hast. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich, wenn du nach 1,5 bis 2 Wochen, nachdem du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abgeschickt hast, einfach mal bei deinem Finanzamt anrufst. Denn manchmal ist das durchaus so, dass dir im System schon die Steuernummer zugeteilt wurde, die aber einfach per Post noch nicht mitgeteilt wurde. Und in solchen Fällen kann dir der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin die deine Steuernummer durchaus am Telefon schon mitteilen. Ich hoffe, dieses Video hat dir dabei geholfen, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ein wenig besser zu bewältigen. Und wenn du jetzt noch dran bist bei diesem Video, dann herzlichen Glückwunsch zu deinem Durchhaltevermögen. Genau dieses Durchhaltevermögen wirst du bei deiner Selbstständigkeit benötigen. Wenn du bei deiner Selbstständigkeit aber noch Hilfe brauchst, zum Beispiel bei der Buchhaltung und den Steuererklärungen und so weiter, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir dir dabei helfen können. Wir sind, wie gesagt, spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Schau dir auch gerne mal unsere Online-Community für Selbstständige an. Alle Informationen dazu und wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir einfach unsere weiteren Videos an über Buchhaltungs- und Steuerthemen für Selbstständige. Ein Video findest du zum Beispiel hier.